Oftmals ist es eben so, dass eine Panikattacke das erste Mal auftreten. Man nennt es so die initiale Panikattacke, die erste. An die können sich die meisten Betroffenen auch recht gut erinnern. Und dann kann es passieren, dass man ja, dass das Muster von, ja, von dieser Panik aufrechterhalten bleibt. Also sprich, dass man immer wieder Panikattacken erlebt. Und wenn es der Fall ist, dann redet man von einer Panikstörung.